Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Raft, wo du unter Wasser immer noch bist, genau wie in der letzten Folge. Genau. Der Hai lässt mich gerade unglaublich lange in Ruhe und deswegen wollen wir es mal kurz ausnutzen. Ich werde in der Zeit mal, wie es dunkel ist, weil ich glaube, in der Dunkelheit kann man unter Wasser schlecht sehen. Na, es ändert sich nichts eigentlich Ach so. so, okay. Dann komme ich gleich zu dir. Ich fange bloß mal vielleicht ein, zwei Fischis oder so. Aber die Muschel kann man so einsammeln. Dafür braucht man gar nicht den Haken. Der Hai ist hier bei mir gerade. Er schwimmt Richtung Schilfriff. Oder Bambusriff, wo ich erst gesagt habe, dass ich gewesen bin. Falls du jetzt dort gerade rumschwebst. Jetzt kommt er wieder von links. Ist der einmal um die Insel in der Geschwindigkeit? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lässt er mich gerade in Ruhe und ich versuche so viele Rohstoffe rauszuholen, wie es irgendwie geht. Also er ist immer noch bei mir hier vorne. Er macht nichts am Boot. Er ist einfach nur da. Okay, sag Bescheid, wenn er weg ist, dann würde ich mich auf den Weg zu dir machen. Wie die Möwe Ich auf esse der. hier, es ist hier, es ist hier, es ist hier. Okay. Die Möwe auf dem Dings rumhackt. Ach, die Vogelscheuche hat jetzt keine Arme mehr. Kann ich die reparieren? Ich hoffe. Okay, warte. Hier, das habe ich bis Nee. jetzt gesammelt. Sehr geil. Nee, ich kann Ich nur das Boot spring nochmal ins reparieren. Wasser. Okay. Ja. Warte, siehst du den Hai? Ja, das ist wahrscheinlich wie der Anker. Das muss wahrscheinlich kaputt gehen. Schade. Aber noch Was hält sie hier. sehr ressourcenaufwendig? Sie zu bauen? Nö. Ich habe jetzt aber Okay. schon zwei Ananas geerntet. Wenn Oh, hier das ist eine gut. Dann Ananas können wir gleich mag. Ananas essen. Ja. Ich mache schon mal ein Fischi auf den Grill für den Zeitpunkt, wenn du dann zurückkommst. Und ich pflanze neue Ananas, würde ich mal sagen. Ach nee, Okay. ich hab wirklich Ananas im Inventar. Der Hai, der Hai, der Hai. Ah! Ah! Oh nein, ich komme. Ja, ich baue ihm entgegen, während er frisst. Er snackt nur einmal kurz. Der snackt Nee, nicht nee, ewig nee. lange, oder? Der bleibt jetzt dran und ich baue. Also ich verliere gerade sehr viele Planken, weil er nicht loslässt. Ich habe gleich keine Planken mehr. Okay. Es wäre wahrscheinlich günstiger gewesen, Wenn ich den ihn wegsnacken losgelassen. zu lassen, ja. Ich habe 20 Planken oder so jetzt daran verloren. Warte, soll ich dir den Speer hier lassen? Ich kann den eh Ja, nicht nutzen, ich sonst kann. unter Wasser. Oder so. Ja, doch, dann vielleicht. Ja, oder wir segeln einfach weiter. Er wird ja jetzt erstmal nicht mehr kommen, denke ich. Also er hat ja jetzt gerade wieder angegriffen. Deswegen meine ich. Okay, dann mache ich noch eine Tour. Ich denke, dann ist ja auch meist alles raus. So. Dann erforschen wir. Sand habe ich schon erforscht. Riesenmuschel. Oha, dann können wir jetzt das Vogelnest machen. Brauchst du für Das. das Vogelnest noch eine Riesenmuschel? Denn ich habe gerade noch eine gefunden. Ich guck mal, warte, warte. Nein, haben wir ja schon, ne? Ja, Vorstock. Fürs Vogelnest. Ja, tatsächlich eine Riesenmuschel. Und Planken. Ich liebe dich. Ich auch. Ein Ort, an dem sich Seemöwen ausruhen. Halte ausreichend Abstand, da die Vögel sehr schreckhaft sind. Okay. Also ist das so ähnlich wie der Haiköder, nur halt. Den ich übrigens noch bauen wollte. Oha, ich habe Seetang gefunden, den kann man so abrupfen. Ja, den brauchen wir auch. Den muss ich auch erforschen. Ja, ich Ganz habe mitgenommen. sehr gut. Meine Gesundheit ist auch wieder voll aufgeladen, aber du musst für mich was auf den Grill hauen, weil ich werde jetzt gleich Hunger bekommen. Ja, liegt auf dem Grill. Oder beziehungsweise ich nehme es mal runter und brate hier noch was. Und ich habe auch den Dings für dich. Den. Köder. Sehr gut. Da hinten sind noch viel, viel mehr Rohstoffe.
bin echt am Überlegen, ob wir nochmal hingehen. Hier, ich schmeiß dir das hier mal hin. Hm? Danke, danke, danke. Warte, du musst... Nimm erstmal das irgendwas, alles auf. Irgendwas davon war meine Tasse. Die musst du mir wieder geben. Und hier ist deine Tasse. Ich hab's nicht so mit Tassen. Oh. Okay, dann... Doch, Tassen sind schön. Mhm. Viele verschiedene Tassen. Ah, das ist auch immer so das, was man so mitnimmt. Und mal. Achso, ich wollte dir das noch geben, warte. Ich habe nicht genügend Palmblätter. Ey, piss dich. Ach, der Haiköder. Okay, das ist gut. Ich brauche wieder einen Haken. Ich habe keine Rohstoffe dafür. Jo, bin sofort am Stissel. Ein Haken da. Einmal. Tada. Danke. Okay, jetzt habe ich aber gar keine Planken mehr. Ich kann noch keine Angelrute und so mehr machen. Okay, dann lass uns lieber in den See stechen. Okay. Der Wimpel, wohin zeigt der Wimpel? Okay, alles klar. Angel jetzt noch so lange, bis meine Angel kaputt ist. Jetzt müsstest du ja richtig viel Schrott gefunden haben. Also ein Inventar voll Schrott. Ein paar Teilchen sind schon da. Ach, jetzt ist meine Angel schon kaputt. Schade. Boah, guck mal, wie viele Steine und so unter uns liegen. Na. Das ist sogar besser, wenn man nachts taucht. Weil du siehst jetzt richtig auch beim Tang, der Seetang, dass es dort schimmert und so, weil es farblich hier hervorgehoben wird. Was habe ich in der Hand? Achso, der Haken. Den habe ich vor Schreck weggeschmissen. Okay. So. Ja, ich habe gar keine Planken mehr. Gar nichts. Die habe ich alle verschossen. Ich steuere jetzt mal. Da hinten ist auch wieder ein Floß. Ich steuere mal das Floß und die und das Treibgut an. Dann können wir wieder fleißig sammeln, mein Schatz. Das brauchen wir auch alles echt. Ich wollte ja dann auch den Ofen zur Schmelze quasi als nächstes. Dann können wir auch irgendwann den dickeren Reiniger oder brauchen wir Glas dafür. Und das Vogelnest, weil wir dann eventuell Eier oder sowas haben können, die man dann brät. Ich weiß aber nicht, ob ich dafür erst eine Pfanne brauche und ob es deshalb sinnvoll ist. Oh, ich kann den Fisch nicht weiter braten. Nein. Wir könnten die Planke vom Wasseraufbereiter nehmen, aber ich glaube, ich brauche gerade Wasser. Oh nein, wir dürfen nicht mehr so viele Rohstoffe ausgeben. Das war doof. Okay, wir sind drin im Strom. Dann mal den Haken raus und schnell sammeln, was geht. Oh, hier ist Plaste drin. Und hier ist ein Blatt. Mein Haken geht doch bald kaputt. Okay, da hinten links ist das Floß. Mal gucken, was wir diesmal dort bekommen, oder? In der Testaufnahme hatten wir Glas drin, also als ich da auf das Boot gesprungen bin. In der chaotischen Testaufnahme. Da ist uns aber auch so viel Mist passiert. Also, ich würde fast sagen, das, was schief gehen kann, ist schief gegangen. Aber da wussten wir halt ja auch nicht Bescheid. Und guck mal, wie wenig Wissen wir jetzt dazu gewonnen haben, eigentlich in dem Sinne. Und ja. Trotzdem viel, viel besser vorankommen und spielen. Das stimmt. Bis jetzt läuft's richtig gut. Aber wir müssen halt nur gucken, dass wir unsere Rohstoffe ein bisschen zusammenhalten. Ja, das mit den Planken, das war, weil ich gerade so doof war mit dem Hai. Ansonsten, nein. Da habe ich ja 20 Planken gerade verschossen. Aber damit. Ich leg mal eine Planke drauf, dann ist der Fisch ready. Aber essen muss ich zurzeit noch nicht. Ich leg mal auf jeden hier einen drauf. So. Wo ist er? Da. Nein. Oh nein, ich hab's nicht gehört. Weg, nein. Oh, und nicht ein Sammler. Och, ja, das ist so ein Penner. Das sind die teuersten. Ja. Kriegen wir hin. So, warte.
Ich versuche mal das. Da ist eine Vogelscheuche auf dem Floß. Machst du dich bereit, Mäuschen? Ja. Aber ich glaube, da komme ich doch gar nicht hoch, oder? Um die. Das weiß ich nicht, das musstest du ausprobieren. Du hast schon gelootet, oder? Nee, habe ich noch nicht. Ah, das geht sofort unter. Okay, schaffst du es? Ja, mit dem Haken? Versuch mal mit dem Haken. Was soll ich denn versuchen? Die abzuschlagen mit dem Haken. Ach so, warte. Ah, jetzt ist er. Also ich konnte sie nicht. Kann ich das so? Ja, es geht, es geht, es geht. Ah. Es geht tatsächlich. Ah, ah. Ja, wenn die unter Wasser ist, dann bringt es nichts mehr. Dann kannst du es nicht mehr. Aber du kannst sie mit dem Haken abschlagen, wie es aussieht. Ich habe dafür Scharniere gefunden. Können wir jetzt eine größere Truhe? Größere Anbaufläche? Und mal, was habe ich denn hier gehört gerade? Ich war schon da, ich habe schon geguckt. Okay. So. Die Musik ist auch voll schön, ne? Mhm. Schön entspannt, finde ich. Mhm. Ich muss auch gleich unbedingt mal mein Ladegerät holen, wenn wir nächste Aufnahmepause haben. Ich könnte theoretisch jetzt ein Vogelnest bauen. Denkst du, dass das Sinn macht aktuell? Ja. Oder lieber andere Gegenstände? Also mal versuchen, ein paar Rohstoffe. Ich weiß nicht, was brauchst du da alles für? Ganze sechs Palmen. Ganze sechs Palmenblätter, sechs Planken und diese dicke Riesenmuschel. Deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher, ob sich das gerade lohnt. Ich guck mal, ob unsere. Oh, die Ananas ist ready. Sehr gut. Willst du Ananas snacken? Hier ist ja noch ein Fisch drauf. Ja, ich kann auch Ananas snacken. Na, wie du. Wie du magst. Wenn du den Fisch essen möchtest, dann snack den immer eben weg, dann lege ich gleich die Rübe drauf. Na, dann isst du den Fisch. Oder hast du so viel, also nicht so viel Hungerbalken? Nee, habe ich nicht. Ich habe für beides gleichmäßig viel, deshalb. So, dann mache ich mal die Ananas hier wieder rein, neu gepflanzt. Und den anderen Ananassamen. So. Dann brauche ich dann das Wasser, das nächste dafür. Um die zu. Wässern halt. So. Gut. Ah, wir schippern gegen den Wind, das bringt nichts. So. Können uns ja so ein kleines Piratenschiff zusammenbauen, wie in dem Film, den wir heute geguckt haben. Mhm. Ich meine, dafür brauchen wir noch sehr, sehr viel Gelumpe. Mhm. Aber. Da hinten kommt auch wieder eine Insel. Okay, wir fahren zur Insel. Mhm. Inseln sind mit am praktischsten gerade. Zu weit weg. Ich würde sagen, genau, mach erstmal nicht die ganzen Planken alle weg, solange wir hier kein Treibgut haben. Das wird nicht. Brauchen ein breiteres Boot dafür. Also 20 Kilometer breit und dann Fangnetze dran. Genau. Dann geht uns auf jeden Fall nichts mehr verloren. Ja. Das hast du. Das ist der Hai frisst hier rum. Der ist aber schon wieder verdächtig nah dran. Ich glaube, der nimmt schon wieder hier Angriff irgendwie. Piep, 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 piep. Das ist mein Timer, das 19.30 Uhr schon war. Oh nein. Kaum zu glauben. So spät soll das schon sein. Okay, aktuell sehe ich den Hai gar nicht mehr. Ah, hier doch, da ist er.
Möwe, Möwe, Möwe. Piss ich! Muss man die pieksen oder reicht es wirklich, wenn man hingeht? Nee, es reicht, wenn du hingehst. Ich habe nur gedacht, vielleicht kriegen wir einen Snack. Ob man die essen kann? Mhm. Das wird ich meine, das geht hier ums nackte Überleben. Ja. Okay, wir brauchen 6 Trockenziegel. Und dann kann ich die Schmelze machen. Und da für die Trockenziegel brauchte ich... Ich habe 1, 2, 3, 4... Und eigene Erzschmelze, das ist auch krass. Mhm. Ich habe Kupfer und Metall, glaube ich. Da können wir schon mal das Boot dicker machen. Ich brauche aber mehr Sand. Wie sah Sand aus? Wo hast du den gekriegt? Dass ich das... Was ist gerade für ein Geräusch? Das... Ich habe das hier hingebaut, die 6, 4 Ziegel. Ach so, sagen, der Hai greift wieder an. Nee, wir brauchen 6 Trockenziegel, um die Metall-Dingsbums-Schmelze zu machen. Mhm. Und jetzt musst du gleich erstmal an Land gehen. Aha. Platsch. No. Oh, ich hab was. Achso, das war knapp. Ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwas gehört. Als wäre mir irgendwas auf den Fersen gewesen. Ich freue mich auch schon, wenn wir die Schere und so haben und halt das Bambuszeug und so auch mitnehmen können, ne? Mhm. So. Boah, war das knapp. Mäuschen, du musst mal gleich... Mhm. Ich habe keine Planken, aber der hätte jetzt was zu unserem Sammler hier gefressen. Alter. Der ist bei 25% Gesundheit. Ich habe jetzt auch nicht so... Achso, doch, ich habe gerade... Ja, ist gut. Ja. Warte. Er kommt jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell wieder. Warte, den findest du ja wahrscheinlich. Der hier war das. Genau, der hier. Hä? Ich kann nicht auf reparieren? Doch, bin ich. Ach doch, hier. Genau. Okay. Ich habe nur nicht richtig anvisiert gehabt. So, dann wieder auf die Axt und los. Ja. Ich bleib beim Floß. Mhm. Mal hier ein lecker Mangobaum. Boah, wir müssen auch unbedingt gleich. Also futtern muss ich gleich auch noch. Ah, hier ist noch eine Rübe, die kann ich mir erstmal grillen. Mhm. Kann dir auch gleich was von den Melonen und so geben. Dann hast du auch erstmal ein bisschen was. Mammeln. Okay, hier ist noch eine Ananas. Sehr cool. Oh, kann nichts mehr tragen. Mal dann spachtel ich mal schnell eine Mango. Nehme die Ananas mit und ich komme mal kurz zum Boot. Ja, in dem Ofen muss eh nachgelegt werden. So. Dann kannst du dir die erstmal hier reinballern, die Kollegen. Man die schon ernten. Und danke dafür. So, dann machen wir hierfür wir gleich anpflanzen. So, dann habe ich selber noch eine Ananas. Oh nein, wir sind abgetrieben. Warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe doch gar nicht alle Bäume fertig. Nein, noch geht's. Aber die See wird auch wieder rauer. Ich denke, da kommt gleich wieder ein Sturm. Ich beeil mich. Kann ich das abbauen irgendwie? Mama, kann ich nicht. Okay, mein Bauch knurrt. Ach. Wow, no. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Wow. Okay, hier drüben müssen wir. Und ich muss auch schon langsam wieder pipi. Aber das halte ich noch bis zum Ende der Folge aus. So, hier ist noch eine rote Blume. Oh, warte, den wollte ich nicht auswerfen. So, das wollte ich machen. So, da oben, was haben wir da oben noch? Okay. Hier haben wir eine schwarze Blume. Schwarze Blume, mehr nicht. Ja, Farben brauchen wir ja erstmal noch nicht. Also ich hätte gedacht, im Rahmen unserer Möglichkeiten sind wir hier auf dem Ding fertig.
Im Rahmen unserer beschränkten Möglichkeiten. Ja, okay. Leider noch sehr beschränkten Möglichkeiten. Ich glaube, der Hai greift gleich an. Meinst du? Ja, der kreist hier seltsam ums Boot herum. Okay, mein Hammer ist bereit. Sie ihn einfach welche auf den Deckel schlagen. Wenn das gehen würde, würde ich es tun, ja. Aber wir sind doch schon bei 20 Minuten wieder. Okay. Dann lass uns gleich mal die Folge beenden. Mhm. Und danach stechen wir in See. Hatte ich dich... Oh, mein Bauch, Alter. Hatte ich dich erst schon gefragt? No, wir machen gleich mal eine Pause. Dann können wir eben was snacken. Okay? Oh Gott, ey. No, du bist süß. Komplett laut. Am Rummeckern. Oh, hier, guck mal hier links. Der Mond. Wie der durch das Schilf durchscheint. Ja. Na, mit dem schönen Bild hören wir jetzt auf. Ja. Dann. Wir machen einen Screenshot. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, oder? Genau. Mhm. Bis dann. Bye bye. Tschüss.